Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren League of Legends Gameplay Video. Endlich hat meine Botlane mal meinen Blue Buff gewardet. Genau. Weil Sion hat nämlich bei uns einen Blue Buff, einen Ward hingestellt, also direkt unter mir quasi. Der dürfte zwar jetzt eigentlich weg sein, wenn ich dran vorbeilaufe, weil das war so bei einer Minute ungefähr. Wie lange hätten die nochmal? Oh lol. Ja, es ist spät. Erstmal ein Effekt von. Aber wie lange hält der? 120 Sekunden? 2 Minuten? Ich weiß nicht. Naja, vielleicht ist er noch da. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Einfach nur damit er nicht meinen Blue Buff invadet. Aber ehrlich gesagt, wundert es mich bei einem Amumu. Also, vielleicht wollte er wissen, auf welcher Seite ich starte. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich denke jetzt nicht, dass der invadet. What? Okay. Und nach diesem Miss. Also, ich probiere jetzt meine Mentality wieder ein bisschen aufrechtzuerhalten, weil die letzten Games war ich echt schlecht gelaunt und echt toxic. Aber es halt auch echt unnötige Spiele teilweise waren. Also, ich meine, ein paar Games, finde ich, sind mehr als gerechtfertigt, dass man da mad ist. Meiner Meinung nach. Was auch sein könnte tatsächlich bei Amumu ist, dass er über die Wand springt mit seiner Q und mir so meinen Blue Buff klauen will. Wenn ich so drüber nachdenke. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, ich probiere jetzt wieder ein bisschen. Ja, unabhängiger von meinem Team zu sein. Sobald einer flamed, direkt muten, was ich eigentlich eh immer mache, aber es halt einfach konsistent durchziehen. Dass man sich nicht so runterziehen lässt von denen, ist ja nur ein Spiel. Und wenn es keinen Spaß macht, dann sollte man es nicht spielen. Und ich meine, grundsätzlich macht es mir schon Bock, sonst würde ich ja nicht spielen, ja. Ich meine, ich habe so lange nicht gespielt. Da wenn man die wenigen Runden, die man jetzt bitte zockt mal. Gut, zum Ende zocke ich tatsächlich relativ viel, aber ja, da will man die auch genießen irgendwo, sonst macht es ja keinen Sinn. So. Na ja, gut, jetzt ist er weg. Schade. Unlucky. Corki Midlane ist auf jeden Fall ein sehr seltener Anblick. Und mit sehr selten meine ich, ich habe es noch nicht ein einziges Mal gesehen, seit ich wieder spiele. Also dieses Jahr noch kein einziges Mal gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Games ich dieses Jahr gemacht habe. 200 vielleicht insgesamt. Also mittlerweile tatsächlich doch einige. Aber noch nie gesehen. Ja, wobei stimmt gar nicht. Einmal vielleicht. Ja, never mind. Letztens hatten wir doch sogar ein Corki-Game, ne? True. I'm a liar. I'm a certified liar. Wo ist Amumu? Er müsste Topside sein. Also sie hat gewardet, also sie müsste es eigentlich rechtzeitig sehen, aber sie hat schon krank reingepusht, also das ist ein easy Gank für Amumu. Vor allem kann er mittlerweile ja zweimal ranspringen mit seiner Q, wie ich gelernt habe. Aber er muss eigentlich schon back gewesen sein, weil Amumu hat keinen schlechten Clear. Und ich wette, er hat auch die Topside Crap gemacht. Also wenn er jetzt Toplane auftaucht und kein. Na, Moment, der ist Mitte. Und er hat meinen Jungle Camp geklaut. Shit. Mieses Stück Dreck. Oh, ne, Moment, der klaut's gerade. Oh, nice. Yo, wie die Viecher einfach noch Aggro auf ihm haben, what the fuck? Kann ich den Corki ganken? Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Hat er keine Ulti? Nice, Botlane hat einen Shutdown bekommen. Oh. Na, Mist, den großen Minion hätte ich noch nehmen sollen. Das war stupid. So, schnell Level 6 machen, dann kann ich vielleicht nochmal kommen. Er hat auf jeden Fall nicht sein Package, das ist schon mal gut. Wir brauchen unbedingt Wards of Drake. Was wie immer nicht der Fall ist.
Oh oh. Oh, Double Kill. Damn, ich wollte eigentlich gerade sagen, okay, wenigstens kriegen sie einen Kill, aber never mind. Ah. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht Gucci. What a surprise, er hat ein Wort. Naja, Mist. Oh, what? Not bad. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was er gemacht hat. Wieso ist der plötzlich so schnell gewesen? Ich darf den Gegner nicht wieder alle Drakes geben. Aber die Botlane steht halt 4-1. Ich kann jetzt unmöglich einfach Solo-Drake machen. Das geht nicht. Vor allem kann Twitch sich ja sogar unsichtbar machen. Also das kann ich ja echt nicht machen. Das ist das Problem. Wir müssen mindestens einen Kill kriegen, ohne dass einer von uns ultra-low ist oder stirbt. Anders kannst du es vergessen. Und wenn sie jetzt sterben, kriegen sie Drake garantiert. Und sie sterben. Garantiert. Wow. Wow. Nicht mal Lowlife, einfach gar nichts. Uff. Ich glaube, ich mute schon mal die Botlane. Da wird nichts Posit Von denen wird nichts Positives kommen. Sie machen tatsächlich noch nicht Drake. Aber jetzt. Oder auch nicht. Als ob die jetzt nicht Drake machen, what the fuck? Mist. Könnte sein, dass der Momo hier irgendwo campt. Oh. Ja, genau das meinte ich. I am probably dead. Na, ja, konnte ich nichts machen. Hatten wir ein Wort in dem Busch? Ne, okay. Ich wollte gerade sagen, was sonst hätte man den eigentlich sehen müssen, ne? Ja, es war ziemlich obvious, aber ich meine. Ja. Was willst du machen? Irgendwas muss man ja probieren. Denen einfach alles schenken ist ja auch nicht gut, weil sie halt immer noch nicht den Drake gemacht haben. Ich check's ja nicht. Also ist nicht gut, dass ich gestorben bin, aber immerhin. Immerhin haben die den Drake noch nicht. Aber wir werden ihn ja auch nicht bekommen. Also nicht, zumindest nicht, wenn es so weitergeht. 5-1 Twitch. Nice. Wenigstens gewinnen unsere Top-Lane. Ein was Positives in dem Game. Wurde mein Blue-Wolf geklaut? Lol. Wann denn das? Wann ist das passiert? What? Wieso ist Amumu Level 7? Den paar Assists hat er so viel Erfahrung bekommen? Oh no. Die haben ja die Krabbe gemacht. Mist, schon wieder vergessen. Oh, ja, ich glaube, wir können nicht fighten. Der Twitch hat 2 Level vor Jin. Nein! Ich bin so dumm. Oh. Kann man das irgendwie pingen, dass der sein Package hat? Ich habe gerade so viel Time gewastet.
Ja, und ein 8K, 7K Twitch. Albträume aus Season 5. Irgendwann war der doch mal richtig OP Twitch. Hat ihn jeder gespielt. Das Geile ist, dass die Gegner immer noch nicht den Drake gemacht haben. Jetzt machen sie ihn bestimmt. Aber das heißt, jetzt kriegen sie erst den ersten. Machen ihn tatsächlich. Er hat sein Package nicht benutzt. Er hat sein Package nicht benutzt. Wie lange hält es bitte? Wie unfair ist das einfach? Der war jetzt einfach Botlane, hat ein bisschen gechillt und hat jetzt erst das Package benutzt. Das ist doch ein Witz, oder? Wie kann man sich sowas ausdenken als Entwickler und sagen, jo, das passt. Das liefern wir so ab, das ist gut. Das ist in Ordnung so. Das verstehe ich einfach nicht. Das waren halt, das war mehr als eine Minute mindestens. Typ ist halt so schlecht. Wird halt von einer Momo gebabysittet. Und bildet sich darauf was ein. Ey, Ulti, 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 Ulti. Na, ah, shit. Oh, shit. Was macht denn der Twitch hier? Alter, steht 16:5, ey. Losers Queue continues, leider. Nein, kann man nichts machen. Schade. Ich meine, wenn eine Lane so hart verliert, ich meine, sie sind literally viermal 2v2 gestorben. Gut, einmal wurden, also ein paar Mal wurden sie bestimmt gegankt, aber ja. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie sie gestorben sind. Jedes Mal auf die gleiche Art und Weise. Das ist meistens so. Die Leute machen es so lange, bis du ihnen hilfst oder bis sie so hart gefeedet haben, dass man das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Wow, das war ganz schön knapp. Neues. Das ist nicht schlecht. Oh, what the fuck? Junge, wie lange die Kuh hält, ey. Hat er meinen Red Buff gemacht, dieses Sackgesicht? Oder ist das der gegnerische Red Buff gewesen? Bestimmt meiner. Ne? Tatsächlich der gegnerische. Ja gut, ich meine, wir haben eine Lane, die auch ziemlich gewinnt, aber nicht so hart. Zwei Kills und nur 30 Farmen. Wie einfach jeder Top-Lane ignoriert. Ist pretty funny. Weil die vorhin, glaube ich, Top-Lane gehen wollten. Twitch und Morgana, deswegen waren die da im Jungle. Also die wollten wahrscheinlich gerade die Lage killen. Oh. Ja, so wie jetzt. Ja, gut, das war es nicht wert, glaube ich. Aber egal. Immerhin den Kill noch bekommen. Das war es halt überhaupt nicht wert. Aber egal. Doesn't matter. Ja, ich meine, 4 gegen, also wir müssen es halt irgendwie schaffen, dass wir nicht 5 gegen 5 fighten, beziehungsweise einfach Twitch killen. Was durchaus nicht einfach ist, aber er hat es gerade schon extrem overextended, also ich glaube, der fühlt sich gerade richtig. Also der fühlt sich gerade richtig. Und sicherlich, er hat auch zwei gute Items. Aber CC und er ist weg vom Fenster. Aber unser Team leider auch. Wäre halt cool, wenn die Illaoi dann trotzdem mal kommen würde irgendwann.
What is she doing? Hat die nicht gesehen, dass da vier Leute sind? Also das war jetzt irgendwie auch weird. Vor allem ist sie halt auf Amumu engaged. Der literally einfach nur Tank-Items baut und CC macht. Auf den man niemals engagen sollte, I guess. Ach komm! Das war halt eine Millisekunde zu spät. Was? Alter, der Vega ist so schlecht, ey. Alter, 1-8, ne? Also ich verstehe es halt einfach nicht, womit ich das verdient habe, dass ich jedes Game die größten Loser bekomme. Wie soll man da positiv bleiben? Also wirklich, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, die verlieren ja nicht ihre Lane. Die Inten, das ist ja was ganz anderes. Die rennen einfach runter. 1-8 Vega. Wie stirbt man überhaupt 8 Mal in 17 Minuten? Das verstehe ich nicht mal. Und ich habe früher nur Lanes gespielt. Ich habe früher nie gejungelt. Ich hatte nie so viele Tode. Und wenn ich mal wirklich so viele Tode hatte, dann hatte ich auch mindestens die Hälfte der Kills. Der hat einen Kill. Zwei jetzt. Wow. Really? Wehe, die hat er nicht bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, haben die viele Wards. Das verstehe ich halt manchmal auch nicht, wie die Gegner so viele Wards haben, obwohl nur zwei Leute Yellow Trinket haben. Bei uns haben sogar drei Leute Yellow. Wir haben nicht mal die Hälfte der Wards. Oh, Twitch wird mich so killen, Alter. Oh, TP Toplane? Naja, Midlane, aber meint. Ja, gut, das ist. Das. Quadra Kill. This game is so done. Alter, zwei Leute von denen haben 27 Kills. Von 29, wohlgemerkt. Schaut, wie einfach das ist, die zu killen. Easy peasy. Wir könnten Baron machen. Das ist eigentlich unsere einzige Chance, irgendwas aus dem Game zu machen. Das erwarten sie vielleicht auch nicht. Oh, mein Team ist retarded. Zwei Leute gehen zum Red Buff. Das ist ein schlechter Witz, oder? Was mich halt richtig abfuckt, sind Leute, die quasi sagen, yo, machen wir Baron? Aber dann quasi noch ewig lang irgendwas anderes machen. Jetzt Twitch kommt sie mir so dead. No! Alter. Ich konnte... Ich raste gleich aus. Ich konnte die ganze Zeit nichts machen. Wie? Ich war legit 10 Sekunden gerade gestunt. Ich konnte keinen einzigen Skill benutzen. Ich konnte nichts machen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber es war Morgana Q. Hat er auch seine... Ja, okay. Es war Amumu Ulti, Morgana Q, Amumu Q.
Chain CC des Todes. Ey, ich hätte halt mindestens zwei Leute killen können. So ein Loser-Team schon wieder, das ist unglaublich, ey. Das sind halt die schlechtesten Spieler, die ich jemals gesehen habe, in einem Team. Selbst die Illaoi, die hat nichts gemacht in der Midlane. Sie geht einfach auf Amumu und stirbt bei einem 4 gegen 1. Also, wie soll man so ein Spiel gewinnen? Das ist nicht möglich. Also, wo halt wirklich einer schlechter ist als der andere. Also, ich pack's einfach nicht. Schon wieder 15 LP verloren. Jetzt muss ich 5 Spiele am Stück gewinnen, um in die Promo zu kommen. Zieh das rein, wie schlecht die einfach waren. Das waren nur Twitch und Corki. Crazy. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.